Hallo, hallo, hallo. Mein Name ist Mr. Jason und willkommen zurück zur Chronik von Maler Mondschatten. Wir befinden uns wieder im Vor der Dreifaltigkeit. Nachdem der Pakt einen Leichnam eines Auges von Seitan sichergestellt hat, sind die Vorbereitungen, diesen Diener Seitans zu untersuchen, abgeschlossen. Der Treffpunkt mit Traherne ist an den Luftschiff-Docks des Forts. So ein Vehikel hat Maler noch nie gesehen und kaum, dass sie das Luftschiff betritt, hebt es auch ab und fliegt über das Meer. Traherne hat vernünftigerweise offenbar nicht vor, das Auge im Fort selbst zu untersuchen. Maler wird dann auch von Traherne in ihren Gedanken gestört. Einen Augenblick bitte. Ich hätte euch gern gesprochen. Traherne möchte Maler erst einmal über diese neue Technologie informieren. Diese Luftschiffe sind die Krone aller Schöpfungen des Pakts. Eine Kombination aus Asura, Schar und Menschentechnologie. Der Pakt entwickelte diese Luftschiffe, um Seitan in jedem Element angreifen zu können. Zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Wir haben in allen Ecken Tyrias verschiedenste Tests des Pakt gesehen. Traherne führt Maler an das Innere des Luftschiffs. Dort werden sie bereits von den Forschern erwartet. Kommandeur, darf ich euch Professor Gore vorstellen? Ein Vordenker der Theorie, dass die Altdrachen Magie verschlingen. Und Gelehrte Vivian, Expertin der Auferstandenen. Wir werden eine kleine ätherische Ladung durch das Auge des Seitan schicken, um herauszufinden, was es gesehen hat. Wir wollen miterleben, was es sah, als wir es töteten. Und da orianische Magie unberechenbar ist, seid ihr hier, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Ah, aber Unberechenbarkeit sorgt für Unerwartetes. Das muss nichts Schlechtes sein. Eigentlich werden so die meisten Entdeckungen gemacht. Stimmt. Aber die meisten Entdeckungen beschwören nicht den Zorn Seitans auf ihre Entdecker herab. Ganz im Gegensatz zu diesem toten Auge. Wir wissen nicht, was die Manipulation des toten Auges bewirkt. Deshalb sind wir auch nicht im Vor der Dreifaltigkeit. Und deshalb ist der Kommandeur da. Fangen wir an. Das Subjekt ist bereit für die Aufnahme der ätherischen Infusion, Marschall. Ätherische Werte normal. Bereit für den Testbeginn. Exzellent. Ätherischer Infusor auf mein Zeichen. 3, 2, 1, aktivieren. Damit beginnt der Test. Mal sehen, was als nächstes passiert. Alle Werte sind im akzeptablen Bereich. Subjekt ist stabil. Es funktioniert. Bestätigt. Projektorstrahl ist feuerbereit. Kommandeur, würdet ihr uns die Ehre erweisen? Man hat nicht oft die Gelegenheit, ein Auge des Seitan in dieser Ruhe zu betrachten. Da Maler die Aufsicht über den Test hat, darf sie auch die Versuchsreihe starten. Dazu muss nur ein Knopf an der nahegelegenen Konsole betätigt werden. Der Apparat funktioniert. Wie wissen wir, wann die Resultate verwendbar sind? Wir werden jeden Moment etwas sehen. Seht! Da! Das ist unser Ergebnis. Die Testapparatur beginnt zu summen und schon kurz darauf tauchen einige geisterhafte Gestalten auf. Das Auge hat scheinbar Truppenbewegungen beobachtet. Es funktioniert. Wir sehen das Letzte, was das Auge vor seinem Tod gesehen hat. Soldaten! Wohin marschieren sie? Und warum? Damit sind die Erkenntnisse aus der Untersuchung des Auges allerdings noch nicht zu Ende. Ist das eine Art untoter Diener? Was trägt er denn da? Sieht wie ein Speer aus. Ein dreckig aussehendes Geschöpf. Der untote Diener trägt eine Kiste bei sich. Beobachten wir, was damit passiert. Habt ihr das gesehen? Seitans Agent hat gerade ein mächtiges magisches Artefakt verschlungen. Das habe ich, Professor. Eure Theorie ist bestätigt. Aber was für eine Kreatur war das? Beenden wir erst die Tests, dann kommt die Deutung. Marschall Traherne, seht, dort, noch ein Auge. Was bedeutet das? Ich weiß nicht,
Kommandeur, nach vorn. Etwas stimmt nicht. Das war so nicht vorgesehen. Das Auge, das vom Pakt untersucht wird, ist in einen Haufen auferstandener Raupen zerfallen. Sehr rätselhaft. Was war das? Das Brüllen und das andere Auge. Es sah uns an, in uns hinein. Saitan sieht, was es sieht. Wir sind hier weder fertig noch außer Gefahr. Kommandeur, zu mir. Gut gemacht. Es scheint, als wäre diese Verbindung nicht einseitig. Es ist aber noch nicht vorbei. Traherne und Mala spürt noch etwas anderes. Wie ein schmieriger, prickelnder Nebel auf der Haut. Reißen wir den Schleier weg, der Saitans Diener verbirgt. Seid bereit. Niemand weiß, wie viele sich uns stellen. Aber wir riskieren nicht, jemanden mitzunehmen. Das ist unklug. Die Silvari hatten den richtigen Riecher. Es befinden sich verborgene Gespenster Saitans an Bord, die nun zum Angriff übergehen. Die Verbindung, die von Professor Gore hergestellt wurde, wurde von Saitan in die andere Richtung genutzt und nun müssen die Paktforscher um ihr Leben kämpfen. Traherne hat die richtige Entscheidung getroffen, das Experiment auf einem Luftschiff weit ab des Forts stattfinden zu lassen. Das geisterhafte Auge muss die Verbindung genutzt haben, um die Geister an Bord zu bringen. Im Fort der Dreifaltigkeit hätte ein solcher Angriff verheerenden Schaden anrichten können. So aber kann der Angriff abgewehrt werden. Ich spüre keine Auferstandenen mehr. Ich glaube, die Luft ist rein. Unsere Funde bedürfen genauer Analysen. Aber zuvor möchte ich euren ersten Eindruck hören. Ich glaube, wir haben nun den endgültigen Beweis, dass der Drache durch diese Augen sieht. Die Ausschläge, das An- und Abschwellen der Magie, alles passt. Wenn Saitan mit diesen Augen sieht, dann ist er vielleicht mit diesen Wesen, die nur aus Mund bestehen. Ich schließe mich dem an. Saitans Agenten dienen als Erweiterung seines Körpers, die seinen Willen ausführen. Die Augen schauen, die Münder verschlingen. Das beantwortet tatsächlich viele Fragen meiner Theorie. Jetzt wissen wir, wie der Drache jagt und frisst. Das ist ein Fortschritt. Wir dürfen nicht aufgeben. Wenn das Töten der Augen Saitan teilweise blendet, dann entzieht ihm das Töten der Münder die Nahrung. Paktspäher haben einen Mund zu seinem Versteck verfolgt. Ich möchte, dass ihr rausgeht und dafür sorgt, dass Saitan Hunger leidet. Das stellt Mala vor die Entscheidung über das weitere Vorgehen. Entweder der Pakt greift den Mund direkt an oder versucht, den Nachschub an magischen Gegenständen abzuschneiden. Mala entscheidet sich hier für den direkten Angriff. Den Nachschub zu unterbrechen, dauert ihr zu lang. Kita Manse wiederum liegt weit auf dem Festland von Orr. Bevor Mala sich dem Mund von Saitan bei Kita Manse widmen kann, muss der Pakt erstmal einen Fuß in die Tür von Saitan bekommen. Die Invasion von Orr steht bevor. Der Pakt hat eine kleine Batterie vor dem Fort der Dreifaltigkeit errichtet. Diese Batterie ist ständigen Angriffen von Auferstandenen ausgesetzt, aber von hier aus wird der Angriff starten. Der Pakt hat einen Plan entwickelt, von drei Seiten auf das Festland von Orr überzusetzen. Die beiden nördlichen Invasionen werden über das Meer stattfinden, während die südliche Invasion über Brücken und kleine Inseln erfolgt, die die Pioniere des Pakts insgeheim errichtet haben. Agentin Schnitzer vom Orden der Gerüchte ist über die Pläne informiert und Mala übernimmt das Kommando über die Truppen. Aber zunächst muss die Batterie gehalten werden. Der schlimmere Kater bearbeitet sie weiter mit den Trebuchets. Macht den Weg für den nächsten Angriff frei. Kameraden zurück. Der Kommandant der Batterie zeigt die für Norn typische Kampfeslust, aber nun kommt Agentin Schnitzer dazu. Zeit für den nächsten Schritt. Ihr beschäftigt die Auferstandenen, damit mein Team die Inseln stürmen kann. Das machen wir. Sie kennen sowas wie meine Trebuchets nicht. Habt ihr einen Plan? Klar habe ich einen Plan. Ein Lager errichten, die Waffen rüberschaffen und den Weg nach Orr freisprengen. Oh, das hört sich gut an. Viel Glück. Kommt lebend wieder, ja? Das kann ich nicht versprechen. Aber ich werde die Auferstandenen bis zu meinem letzten Atemzug büßen lassen. Damit nimmt die südliche Invasion ihren Lauf. Trupp, es geht los! Tötet Saitans Unrat, wenn ihr ihn seht! Und jetzt übernimmt Mala die Führung. Die südliche Invasion von Orr ist eine Meta-Event-Kette, die die Streitkräfte des Pakts über die Inselgruppe des Haizahn-Archipels nach Orr führt.
Der erste Schritt ist die Eroberung von Is al-Din Sarai, einer kleinen Gruppe von Ruinen, die auf der ersten dieser Inseln liegt. Der ehemalige Zweck der Ruinen ist unbekannt, auch wenn sie eindeutig orianischer Bauart sind. Vermutlich handelt es sich nur um einen kleinen Vorort am Rande von Or. Bevor der Pakt hier einen Vorposten errichten kann, muss allerdings erstmal der gegnerische Widerstand gebrochen werden. Der letzte Verteidiger ist ein äußerst gesprächiger Untoter. Euer Messer ins Herzrand, dankt Seitan. Als nächstes etabliert der Pakt seine Präsenz. Dafür muss der Eroberungskreis freigehalten werden, eine Spielmechanik, die wir noch häufiger sehen werden. Die Kämpfer Tyrias können diese Aufgabe aber umsetzen. Geschafft! Aber wir müssen die Insel halten, sonst war alles umsonst. Es ist unsere Aufgabe, die Insel feindfrei zu halten, bis der Nachschub eintrifft. Ausschwärmen und Augen offen halten. Seitan, eure Tage sind gezählt. Damit steht das nächste Event in der Kette an. Die Auferstandenen versuchen den Gegenangriff, um die Invasion abzuwehren. Hier muss eine gewisse Menge an Angreifern abgewehrt werden, ohne dass Agentin Schnitzer fällt. Da kommen sie! Schützt das Lager mit eurem Leben! Seitan kann gegen den Pakt nicht bestehen! So beginnt der Gegenangriff. Wie man sehen kann, hat Maler das Kommandeurssymbol aktiviert, das, ähnlich dem Mentorensymbol, auf der ganzen Karte sichtbar ist. Das Kommandeurssymbol erlaubt aber auch das Bilden eines Einsatztrupps, was eine bessere Organisation der Streiter Tyrias erlaubt. Um diese Möglichkeit zu erlangen, muss allerdings auch Gold in die Hand genommen werden. Damit kann Maler den anderen Spielern signalisieren, dass die Eventkette organisiert angegangen wird. Und so finden sich auch noch weitere Mitstreiter, um das Lager kann gehalten werden. Das erlaubt das Einfliegen von Verstärkungen. Die Waffen sind eingetroffen. Wo sollen sie hin? Bringt sie direkt vor das Tor. Und dann jagt es in die Luft. Keine Sorge, dem kann kein Tor lange standhalten. Das nächste Ziel ist das Tor von Lasiate, das den Weg auf das Festland versperrt. Es gilt hier, die Waffen auf dem Pakttier der Wachsamen zu eskortieren. Auf dem Weg treffen die Streiter natürlich auch auf Widerstand. Wir haben Gesellschaft. Haltet die Waffen bereit. Hier muss das Pakttier beschützt werden, das von beiden Seiten der Brücke angegriffen werden kann. Nach einigen Scharmützeln kann der Weg allerdings fortgesetzt werden und wir kommen zu einem Gebäude, das uns sehr wohl bekannt ist. Was ist das für ein Gebäude? Es sieht unheimlich aus. Das war der Turm von Visier Kilbronn. Er versenkte sein Land, damit Orr nicht in unsere Hand fällt. Gehen wir weiter. Ich fühle mich hier so beobachtet. Ach, das ist erfrischend. Recker Asbrander hat auch den richtigen Riecher, denn die Auferstandenen nutzen die Gelegenheit für einen Überfall. Hier sieht man auch, wie ein zweiter Kommandeur mit rotem Symbol dazukommt. Dieser Kommandeur versucht nicht, das Meta-Event zu machen. An dem Tag, an dem der Werte-Erzähler die Aufnahme gemacht hat, war das Sprungrätsel im Turm des Wesirs eine tägliche Aufgabe. Der Kommandeur hier bietet anderen Spielern an, sie mit einem sogenannten Mesmer-Portal direkt an die Spitze zu bringen, ohne dass sie durch das Sprungrätsel springen müssen. Man sieht so etwas häufig bei solchen Aufgaben und es ist reine Freundlichkeit des Kommandeurs, dieses Angebot zu machen. Es ist wieder ein Zeichen, wie freundlich und hilfsbereit die Community ist. Einige Streiter, die Maler begleiten, nehmen das Angebot auch an und schließen sich danach wieder der Invasion an. In der Zwischenzeit beschützt Maler den Waffentransport. Diese Auferstandenen geben einfach nicht auf, oder? Zum Glück liebe ich es, sie zu töten. Die tägliche Aufgabe lockt aber auch viele Spieler in die Nähe, sodass Malers Invasion auch entscheidende Verstärkung erhält. Schon bald erreicht der Waffentransport sein Ziel. Jetzt sind wir hier. Das Tor ist so gut wie Geschichte. Klopfen wir? Vielleicht ist ja jemand daheim. Wir kommen, Seitan. Wir sind an Land. Was jetzt? Jetzt sprengen wir uns nach Or. Nehmt eine Waffe und los! Meine Wut! Ich schütze weg. Die Waffe! Ich bin der leidkräftige Tod. Wir schnell aufhaben. Jetzt muss der Weg zum Tor freigekämpft werden. Man merkt doch schon die Effekte der Skalierung des Events. Damit solche Events nicht einfach von einer großen Menge an Spielern überrollt werden,
werden die Gegner entsprechend stärker. Als Kommandeur muss Marler natürlich umsichtig sein. Und bei dem Angriff aufs Tor wird schnell vergessen, dass auch Auferstandene den Packesel von hinten angreifen können und der Angriff daher scheitert. Marler wird bei der Verteidigung des Waffentransports zu Boden geschlagen, kann sich aber wieder aufrappeln, da die Untoten herum besiegt werden. So wird das Tor aufgebrochen und die nächste Verstärkung des Pakts trifft aus der Luft ein. Verteilt euch und schützt den Landepunkt. Solange wir den Landepunkt kontrollieren, können wir Truppen zum Tempel schicken. Agentin Arvina hat die Aufgabe, das Tor zu sichern und damit dem Nachschub des Pakts freie Bahn zu verschaffen. Damit ist die Meta-Event-Kette formal zu Ende, aber die Invasion geht noch weiter. Die Anlegestelle ist gesichert. Den Rest überlassen wir euch. Ihr alle habt hart gekämpft. Nun müsst ihr die Anlegestelle für uns halten. Ihr anderen, folgt mir! Wir müssen weiter! Hinter mir! Kriegsmeister Uro führt jetzt Truppen der Wachsamen weiter nach Orr. Das Ziel ist das Lager am Paradeplatz, wo der Pakt schon einen kleinen Außenposten errichten konnte. Anfangs ist der Weg recht gefahrlos, da einige Streiter Tyrias die Auferstandenen auf der Route bereits dezimiert haben. Es kommt aber immer wieder zu Kämpfen mit den Untoten, die sich dem Pakt in den Weg stellen. Dabei gilt es, die Paktsoldaten zu beschützen, damit sie zum Paradeplatz gelangen. Der Weg voran gelingt auch und die Paktsoldaten am Paradeplatz sind ehrlich erfreut über die Verstärkung. Freunde, hier, Sie sind da! Willkommen! Danke! Wir brauchen einen sicheren Ort zur Vorbereitung auf den Kampf. Dieser Sammelpunkt ist unverzichtbar geworden für die Pakttruppen, die in Orr ankommen. Hier sammeln sich die Truppen von allen drei Invasionen, wenn sie erfolgreich durchgeführt werden. Der Sammelpunkt dient als Ausgangsbasis für den weiteren Vorstoß nach Süden. Marlers Rast hier währt aber nicht lange, da der Pakt bereits die nächste Operation vorbereitet. Wir stoßen von hier nach Süden vor, zum Altar des Verrats. Wir müssen die Auferstandenen vom Altar vertreiben. Wenn wir es richtig machen, haben wir noch einen Brückenkopf in Saitans Reich. In Formation! Das ist das nächste Ziel des Pakts, der Altar des Verrats, auch bekannt als Balthasars Tempel. Die Truppen des Pakts sammeln sich um Hüter Flottenjäger. Und der Pakt rückt dann auch unmittelbar aus dem Lager aus. Seht euch gut um. Ab jetzt wird es immer schlimmer werden. Flottenjäger weiß noch nicht, wie sehr er damit recht haben soll. Der erste Überfall der Auferstandenen lässt nicht lange auf sich warten. Sie sind unter uns! Kämpft! Orr hat eine starke Verbindung mit den Göttern, die lange in der Hauptstadt Ara gelebt haben. Für jeden der Götter gibt es einen Tempel hier auf dem Festland, selbst für den gefallenen Gott Abaddon, dessen Tempel mittlerweile versunken ist. Welch schöne Verbindung von Talenten! Saitan hat sich die Tempel zu eigen gemacht und benutzt die Macht der Tempel, um über die Statuen der Götter, die überall in Orr aufgestellt sind, Tod und Verderbnis zu bringen. Wenn der Pakt es schafft, den entsprechenden Tempel zu reinigen, ist Saitans Verbindung zu den Statuen abgeschnitten und man ist hier nicht ständigen Schäden ausgesetzt. Wo kommen die nur alle her? Die Tempel spielen sowohl in der offenen Welt, in der wir uns gerade befinden, als auch in der persönlichen Geschichte eine wichtige Rolle. In der offenen Welt gibt es zur Reinigung eines jeden Tempels Eventketten. Und wir befinden uns gerade in der Kette für den Tempel Balthasars, des Gottes Krieges. An die Grenzen der Erfahrung. Hier gilt es, die Truppen des Pakts zum Altar zu bringen. Diese Eventkette startet, wenn wenigstens eine der Invasionen erfolgreich durchgeführt wurde. Marlers Taten haben das hier also ermöglicht. Die Eventkette erfreut sich großer Beliebtheit und so wächst auch Marlers Unterstützung rapide an. Das macht die Umsetzung nicht unbedingt einfacher, da mit zunehmender Stärke die Gegner auch mehr Schaden verursachen und so die Paktsoldaten einfacher umbringen können. Ich bin mächtig! Der Weg führt auf den Berg südlich des Paradeplatzes. Und die Auferstandenen leisten auf jedem Meter Widerstand. Doch der Pakt schafft es bis zum Altar. Macht die Auferstandenen nieder und nehmt den Altar für den Pakt in Besitz.
Das Gebiet um den Altar wimmelt von Auferstandenen und muss erst einmal in bekannter Weise freigekämpft werden. Es entwickeln sich sehr intensive Kämpfe mit den immer wieder auftauchenden Untoten, aber nach einer kurzen Weile kann der Platz vor dem Altar von Gegnern geräumt werden. Das hier ist noch nicht vorbei. Ich bin schnell wie der Wind. Der auferstandene Priester von Balthasar ist nun der letzte Gegner, seiner Markierung nach eine legendäre Kreatur. Doch der Pakt hat hier inzwischen eine solche Übermacht, dass der Priester einen schweren Stand hat. Auch wenn einer der Streiter Tyrias mal zu Boden geht, sind genügend andere da, um ihm wieder aufzuhelfen. So kann der mächtige Priester dann auch bezwungen werden. Mit dem Tod des Priesters ist auch der Energiefluss zu der Statue hinter uns versiegt. Dann gehört der Altar nun dem Pakt. Das Wesen war mächtig genug, dass ich glaube, es könnte zurückkehren. Keine Sorge, die Auferstandenen bekommen diesen Ort nicht. Für den Pakt! Als großes Meta-Event bietet dieser Erfolg auch einige gute Belohnungen. Des Weiteren kann man hier Obsidianscherben, die bei der Herstellung legendärer Waffen verwendet werden, gut und günstig erstehen. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit der Eventkette. Und hier, am Altar des Verrats, mit diesem Erfolg, kommen wir auch zum Ende der heutigen Episode. Der Pakt hat das Tor nach Orr geöffnet und wichtige Erkenntnisse über seinen Gegner bekommen. In der nächsten Episode werden wir noch weiter vordringen in ein Gebiet, das als Malchors Sprung bekannt ist, und einen Mund des Seitan herausfordern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da, oder wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Ich freue mich auch sehr über Hinweise, Anregungen und Kritik in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich, euer Mr. Jacer. Macht's gut!